Speichern. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Ach, verdammt, jetzt wollte ich gar nicht speichern. Okay, da hätten wir Tara, Nummer 31. So richtige 31er. Nummer 3, Willi aka Gewaltro. Dann war natürlich auch Jack dabei. Und vor uns Sklave 1, der Held unserer Herzen. Quentin, das war halt dazu gehörig. Und Tentara, ohne ihn hätten wir die Weiten des Meeres nie überschwimmen können. Willkommen in der Ruhmeshalle. Wow, Konfetti und der ganze Müll. Cool. Und natürlich, zweiter Sieger der Herzen, Herr Peter. Mit fast 22 Stunden Spielzeit. Davon waren 14 Stunden Powergrind mit auf Leertaste drücken und, ne? Die Credits laufen durch. Okay. So, fangen wir erstmal an mit dem Positiven. Also, jetzt da Pokémon Smaragd durch ist, also ich finde, das ist auch der beste Punkt, kommt Pokémon Platin. Haha, mein Lieblingsspiel. Nee, aber jetzt mal bei Pokémon Smaragd zu bleiben. Mein zweites Lieblings-Pokémon bisher. Also ich weiß nicht, ob die späteren Generationen mich dann doch noch nachträglich überzeugen können. Aber so, ja, für seine Zeit, also ich finde, durchaus sehr ausgereifte Technik. Also die Pokémon-Spiele haben ja allgemein pro Generation immer die Technik ausgebessert. Ja, Generationen zurückblicken betrachtet ist ja schon richtig gammelig eigentlich. Und also für erstes Pokémon-Verhältnis halt schon gut, aber so rückblickend, wenn man Vergleich hat, alle Pokémon-Spiele und so viele gespielt, dann ist es natürlich schon, da denkt man sich manchmal so, okay, aha. Und dann natürlich hat es der Zweier mit neuen Features ausgebessert und jetzt der Dreier nochmal besser und so allgemein fand ich es ganz cool. Also ich weiß nicht genau, es hat so viele interessante Pokémon, Gardevoir liebe ich, die Starter sind sogar alle dreimal geil, auch wenn mich Gewaltro irgendwie jetzt nachträglich so leicht enttäuscht hat. Also mein Lieblingsstarter von der dritten Generation ist Hydropi. Und allgemein bin ich nicht so Fan von Pflanzenstartern. Aber Gewaltro ist halt gegenüber all den anderen Pflanzenstartern immer noch mega im Vorteil. Und ey, Maike, was, wieso radelt die so schnell? Wo war ich? Allgemein coole Pokémon. Also alle Starter sind cool. Formio lieb ich. Gardevoir. Viertel ist eigentlich auch ganz cool. Tentara nicht. Aber das ist ja zum Glück älter. Kecleon. Einfach richtig schöne Pokémon-Designs. Richtig schöne Map. Was auch sehr geil ist, diese zwei rivalisierenden Teams, die ihre Ansichten haben, das Meer zu vergrößern und die Landmasse zu vergrößern. Das fand ich richtig geil in dieser Generation. Ja, da hat man nicht nur ein Team, das eine Mafia ist oder ein Team, das für Fable steht und so, sondern wirklich zwei rivalisierende Teams. Und die haben auch wirklich, ich finde, sogar gute Ansichten. Also die haben richtig eine Überzeugung, hinter der sie stehen. So, ja, wir wollen das Land vergrößern und ja, wir wollen das Wasser vergrößern. Und dahinter stehen die. Und dann im Nachhinein haben sie dann doch bemerkt, so, okay, war doch eine scheiß Idee. Aber da war eine Ursprungsüberzeugung, also die mich jetzt als Spieler auch überzeugt. Halt, Mafia heißt halt, okay, wir kidnappen Pokémon. Das war's, da kommt nicht mehr. Und was willst du denn da machen? Da schickst du halt die einen Leute dahin, um Pokémon zu kidnappen und die anderen Leute dahin, aber oder eventuell ein paar Sabotagen, aber die haben ja wirklich so alte Pokémon erwecken und wirklich dieses Ziel dahinter, deren Basen. Was auch ein cooles Feature ist, was wir jetzt im Let's Play nicht hatten, waren jetzt auch die Geheimbasen. Ja, also so damals noch original auf dem Gameboy gespielt, war es eine richtig coole Sache, diese Geheimbasis zu errichten, auszustatten, also ganz knuffig, auch an den verschiedenen Orten der Welt, wo es überall Geheimbasen gab. Sowas, es gab diese verschiedenen Abschnitte, es gab einen Vulkan, eine Wüste, einen Wald natürlich, ganz klassisch, das Meer. Und die Verknüpfung von all dem ist einfach richtig, richtig cool. Und das hat dieses Spiel so richtig geil gemacht. Also für mich so Platz Nummer 2. Also Perl hat mich mehr überzeugt, weil es auch mein erstes Spiel war. Aber dann muss ich echt sagen, zu nachträglich oder auch allgemein, das ist die zweitbeste Generation, finde ich. Und an negativen Sachen, erstmal an neutralen Sachen. Das Spiel war jetzt irgendwie kürzer. Also ich weiß, Pokémon Blau hatte, glaube ich, 52 Parts. Das hat jetzt 47 Parts. Ein paar Parts sind ja immer ein bisschen länger und kürzer, aber so vom, ich glaube, Gesamtspiel war es kürzer. Pokémon Kristall kann man jetzt nicht reinnehmen, weil das hat ja diese After-Story gehabt. Das heißt, das war schon lang. Ja, aber die Länge hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Am Ende, gut, die Top 4 waren ein bisschen hart. Das war schon ein Nachteil. Die waren richtig schwer, so gesehen.
Ich habe jetzt Glück mit dem Visual Boy hier mit dem Emulator, dass ich vorspulen kann. Das heißt, das Leveln geht ja echt schnell. Drückst die ganze Zeit links, rechts, mal ein bisschen A und schon kriegst du automatisch Levels. Ja, normal auf dem Gameboy wäre das dann schon ein bisschen langwieriger. Deswegen hatte ich ja auch hier 22 Stunden Spielzeit, auch wenn das Let's Play, keine Ahnung, 14 Stunden oder so ging. Nachteile? Es war gut, dass die, also auch wieder ein Vorteil, es war gut, dass die Rivalin diesmal die Nachbarin ist. Die hat auch gar nicht so Hochmut gelebt, sondern die war halt wirklich die Nachbarin. Legendäre Pokémon haben halt irgendwie nicht so viel damit, also zu fangen zu tun gehabt. Wir haben ja kein einziges gefangen. Ich habe ja immer noch den Meisterball, ne? Na, die Glotze lassen wir mal an. Ah, Vater ist mal zu Hause. Cool. Was hat er noch zu sagen? Hä? Hey, das ist ja Peter. Schön, dass du dein eigenes Kind erkennst. Das ist uns ja schon lange nicht mehr besucht. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber dein Alter gibt noch nicht auf. Ich habe was für dich. So von Mr. Brack eben. Bootsticket. Ja, das gibt auch noch so eine Afterstory-Insel, genau, wo man so ein paar Spiele. Oder? Grafikport. Ja, Mom, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt wieder in die Arena von. Achso, ja, ich danke dir, dass du dich während der. Genau, um das Haus kümmerst. Achso, Mom, du bist Putzfrau. Das ist wieder typisch für deinen Vater. Er kommt das erstmal nach ewigen Zeit nach Hause und. Sprich nur über Pokémon. Er sollte sich lieber ausruhen. Sind das Sondernachrichten? Was? Wir sind die Sondernachrichten. Wir haben die Meldung erhalten, dass in der Höhenregion ein farbiges Pokémon gesichtet wurde. Und das war's schon und wir schalten wieder zum Programm. Peter, hast du das gehört? Was hat der Sprecher gesagt? Welche Farbe hat das Pokémon? Hä? Blau? Ah! Okay, so kann man Groudon oder Kyogre fangen. Okay, es gibt anscheinend eine Afterstory. Na, Peter, war wirklich gute Arbeit. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass du etwas Besonderes bist. Aber das hätte ich selbst ich nicht erwartet. Ah ja, du hast noch die Pokédex, die ich dir gegeben habe. Ich will dir was zeigen. Jetzt geben wir den nationalen Dex. Ich hatte euch gebeten, bei meinem Pokémon-Studium zu helfen. Dank eurer Hilfe konnten neue Fakten. Da scheinbar sind, genau, andere Pokémon auch aufgetaucht. Und jetzt, kriegen sie ein Upgrade, Mann. Ich finde es total cool, dass mein Pokédex auch verbessert wird. Dank dir, Peter. Ja, denn du hast so viele Pokémon gefangen. 13. Okay, fertig. Bitteschön. Genau, wir kriegen den National Mode. Vergiss nicht, du bist der Champ, aber deine Pokémon-Reise ist noch lange nicht zu Ende. Doch, eigentlich schon. Die Straßen namens Pokémon findet niemals ein Ende. Irgendwo gibt es hohes Gras, das auf dich wartet. Das war aber ein schöner Schlusssatz. Ich will einmal kurz zu der Insel. Ich weiß nicht, ob das eine Insel mit Pokémon war oder ob das irgendwie nur so... wie nenne ich das jetzt? Warum bin ich im Beutel? Oder ob das was anderes war? Was, hier nicht einsetzbar? Oder habe ich gerade auf Blitz gedrückt? Oh. Super. Ich glaube, das waren nur so Sachen wie der Pokémon-Turm da. Aber ich gucke gerne mal kurz nach. Was? Scott, hallo Peter, ich bin Scott. Oh, ja, schön. Ah, okay. Ah, Scott war... Ach, doch, doch, Scott kenne ich, doch. Genau, wir sollen die Fähre nehmen. So, hi. Möchtest du... bitte, zeig mir bitte schön... Ja, okay. Und wo soll die... Ist sie krass? Nee. Wir müssen einen anderen Ding finden. Hä? Ah. Hallo, Peter, Peter. Irgendwas Großes wird passieren. Daher habe ich es eilig. Aber ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Herzlichen Glückwunsch, Champ der Pokémon-Liga. Jemanden wie dich würde ich gerne einladen. Es gibt einen besonderen Ort. Und zwar die Kampfzone. Genau, die meine ich. Ja. Captain, nächstes Mal, wenn du die Fähre nimmst, kannst du zur Kampfzone. Okay, ich erwarte dich in der Kampfzone. Tschüss. Ah, jetzt können wir auch... Ah, okay. Die kann durch starke Strömungen und auch durch Steine und so. Und hier kann man dann wahrscheinlich auch kämpfen. Oh Gott. Nein, danke. Okay, sind wir da? Gut, der Part ist jetzt sehr lang, aber das gehört ja auch zum Ende vom Spiel dazu. Okay, danke, dass du mit uns gefahren bist. Bitte sehr. So, also hier kann man auch ein bisschen kämpfen. So, ich will gerne nochmal fahren. Na klar, Mann. Kampfzone. Na klar, Mann. So, Kampfzone! Aha. Hä?
Bist zum ersten Mal hier? Ja. Ultimative Wort für ultimative Kämpfe. Jeder hat zum ersten Mal bekommen eine Kampfzone, ein paar Sammel-Einrichtungen. Genau. Es gibt verschiedene Einrichtungen, wo man Kämpfe austragen kann, die unter besonderen Regeln sind. Wie zum Beispiel, dass man Leih-Pokémon bekommt, also nicht seine eigenen und mit ihnen kämpfen muss. Und genau, wenn das nicht Peter ist, schön, dass du gekommen bist. Oh, Herr Scott, einen schönen guten Tag. Ah, es ist großartig, dich hier zu sehen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, um dir alles anzusehen. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Reinhard unsere Kämpfe hier genießen wirst. Ich wohne hier auf dem Gelände, also komme ich mal besuchen. Alles klar. Okay, oh Gott, so viele Leute. So viele NPCs. Genau. Es gibt, glaube ich, drei Einrichtungen. Also ganz klassisch der Kampfturm. Das wird wahrscheinlich der sein. Nee. Naja. So, kurz einmal rumfahren, dass man es gesehen. Ah, da ist der Kampfturm. Duellturm, genau. Aha, kein Pokémon Center. Auch ganz klassisch. Was gibt's hier? Gibt's noch den Kampfring. Also ganz viele coole Modi. Mir gefallen sie aber persönlich am besten auch in der Platin-Version. Also da hatte ich einen Lieblingsmodi. Das war irgendwie so ein Kampfschloss auch. Okay, dein Hut. Okay, ja. Kampfpalast. Ja, genau, gibt's hier, glaube ich, auch, oder? Sieht so aus. Gut. Egal, also die machen wir nicht. Wir sehen uns wieder zu Let's Play Pokémon Platin oder zu einem anderen Projekt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Euer Hanson Peter. Ciao.